liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play GTA 5 mit der Story. Heute wieder am Start mit meiner Wenigkeit und ich glaube unserem Freund Michael. Ja, eigentlich sollten wir zu Martino Edwards Haus zurückfahren, aber irgendwie haben wir da nur von Trevor bekommen. Und ich habe bei diesem Typen immer ein ungutes Gefühl. Irgendwas ist da gerade wieder, hat er wieder gerade getan. Und ich glaube, es sind keine guten Dinge. Wir sollen zum Sägewerk fahren. Die Frage ist, warum hat er sich das da anders überlegt? Was hat er schon wieder angestellt? Ich habe eine blöde Vorahnung. Ja. Wir werden es hoffentlich gleich erfahren. Oder wir heute hoffentlich erfahren im Laufe dieser Folge. Das wäre eine... Ja. Das wäre eine super Information. Oh mein Gott, Trevor, Alter, ey. Mit dem Typ kannst du eigentlich nie alleine lassen. Der ist immer so ein bisschen für irgendeinen Mist gut. Er ist zwar extrem zuverlässig und alles rumlässig, aber von niemandem und niemandem sagt. Aber hat immer irgendwelche stumpfsinnigen Ideen. Und irgendwas ist da jetzt passiert, was überhaupt nicht gut ist. Was überhaupt nicht gut enden wird. Naja. Eieieiei. Er sollte ja eigentlich nur die Akte holen und irgendwie, dann sind wir dort das Haus zurück. Aber irgendwas hat er gedacht, hey, das könnte ich ja auch noch machen. Und das ist definitiv nicht gut. Was hat Trevor angestellt? Wo hängt der Typ überhaupt? Trevor? Trevor! Na du, mal mit meinem Auto? Hat er sich unterwegs ein Auto geklaut? The fuck has happened? Why do you have his car? Piece of best Auto. Oh oh. No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. And he kind of got a little angry. So, I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, genau, das wäre ihm zuzutrauen. But I did kidnap his wife. Oh, no. Trevor, Alter. What the fuck did you do? Warum? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you wieso know, wir? Du! Discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you pop in the back? All right, now, Patricia. She already called Shotgun. Now, I know a nice little shit. Place we can hang out, you know. It's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. You know, oh, God, Trevor. Bestanden, keiner Libre. Vollgas, 89%. Okay. Haben Sitz festgeklebt, 2, 1, 2, 3. Wir haben alle drei getötet, jawohl. Und haben ein bisschen Zeit gekauft. Gut, was erwartet uns jetzt? Trevor hat wieder irgendeine Scheiße im Kopf nur. Der ist ja, der hat nur Scheiße im Kopf, der Typ. Was war eigentlich für ein Kling? Spielt mit Job ein bisschen. Oh, wir haben wieder. Oh, wir haben eine David Weston Mission. Wir dürfen wieder Autos klauen wahrscheinlich. Oder? Gut. Ich brauche vor allem brauche ich jetzt erstmal wieder ein Auto. Halt. Ja, Kollege, ich brauche ein Auto. Oh. Haben wir hier gerade englischen Verkehr oder was? Komm her. Aus. Cool. Das hatte ich eigentlich geplant. So,
Den Typen übernehmen wir. Ist mir gerade herzlich egal. So, wir haben die nächste Devin Wrestling Mission. Die machen wir auf jeden Fall auch in dieser Folge hier. Wenn wir wahrscheinlich in dieser Folge hier. Trevor. Das kriege ich auch gerade nicht aus dem Kopf. Ich glaube, der wird auf jeden Fall noch richtig Ärger machen. Das wird auch richtig die Ärger geben. Er hat mal eben so nebenbei, weil er irgendwas ungerecht fand, die Frau vom guten Madrazo entführt. Oh, wenn der davon Wind bekommt, das wird er wahrscheinlich eh haben. Ja. Aber wir sollen jetzt erstmal. Könnten wir die Mission machen? Nein, wir machen Hauptmission. Ich will Devin Westen weitermachen. Ich will, dass wir den Autos gerne abgeschlossen haben. Ich glaube, die Morde haben wir ja weg. Ja, jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Ich meine, es sind noch zwei Autos, die wir klauen müssen. Und es wird ja auf den nächsten Mal wieder Zeit für irgendwie einen großen Überfall, ne? Der letzte, der war ja gut, der Juwelier und den Meriwether-Überfall, der sind ja auch schon wieder ein paar Folgchen näher. Gut, zwischen Juwelier und dem Meriwether-Überfall waren ja auch irgendwie 14 Folgen, 15 Folgen. Ich meine, so ein Drehro wäre es gewesen. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen warten müssen. Es gibt 4 oder 5 im Großen. Ich weiß jetzt noch von 2. Ne, der dritte war der mit dem Geldtransporter. Blitzaktion hieß die Mission. Ich erinnere mich. Folge 31, glaube ich. So. Okay. So. Ne, wir holen mal eine Mission. Ich hoffe, dass er sich gleich irgendwie verschwindet mal. Molly. Hey, Molly. I'm outside the studio. All right. Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Ja, wie sollen uns ein Auto klauen? Die Frage ist welches? Finde den Schauspieler. Ich hätte jetzt erstmal gerne das Auto gefunden. Klatsch, machen wir das doch. Schlagen wir mal K.O. Infiltriert. So. Mach die Tür zu. Genau, wollte gerade sagen. Wer will, wenn er da rumliegt. Wenn man das sieht. So. Steig in das Auto. Wir müssen irgendwie wieder ein Auto klauen. Die Frage ist, was für eins? Ist das irgendwas Besonderes? Oder... You need to get on set. Where the hell is Brandon? Jesus, are you gonna find him? Ich bin da. Someone's gonna find him. Ach, die Mühle wollen wir holen. Anyone know who this guy is? Is this the new stunt guy? Nö, ich bin der Fahrer. We gotta put Brandon's head on the guy's body in post. You step out of here. Man, sorry about that. Bring das Auto zurück. Gut, dann haben wir die Karre auch schon. Oh oh. Hat die Mühle keine. Nicht die Waffen? Ah! So, der erste ist schon mal weg. Boah, das Ding hat aber einen Zug gerade. I think you underestimating the value of this automobile. Are overestimating your own talent.
I think you're underestimating what I get paid. You get paid a couple million for a morning's work? Shit, I should sack my agent. Yeah, shit. Stockholm Syndrome won't work on me, fuckball. Look, I respect you as an art and a human being, but I got other priorities. Oh, falsche Auto. Stop the car! I've been abducted by a crazed fan! Girl, please. I like some of your work, but don't get ahead of yourself. Ah, shit, man, he ain't coming back. What's wrong so, with you? So, Derek. Did your parents love you when you were a child? My dad disappeared. My mom was a crackhead. But that ain't what this about. My parents loved me so much they put me in a Little Lacey surprise campaign when I was three. Good for you. I didn't want to so, yeah. Damn, what's this button do? Watch this. If you have the car, bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can change his route and meet you there. Yeah, okay. Because I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, yeah, whatever. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike and ejector seat need replacing too? Both of those is going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. So. Dann bringen wir mal die Mühle noch weg. Entschuldigung, der meinte mich anrufen zu müssen. Dann habe ich dir gedacht, jo, machen wir das mal eben kurz. So. Gut, dann machen wir. Haben wir das jetzt auch bald schon erledigt? Die Autos aufgeliefert. Sehr, sehr gut. Ich glaube, den muss noch mal kurz weggeschaltet. Ist ein bisschen Spielerei gerade. Ich hätte die Mühle gern für einen privaten Gebrauch. Naja, wir sollen ja jetzt erstmal abliefern. Dann wäre das, glaube ich, Auto Nummer 4. 3 oder 4. Sollen wir das Auto? Ah, wollte gerade sagen. Ich dachte mir schon mal, wir sollen das Auto doch abliefern. So. You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio. So what we just did is practically legal. Ah! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. do right man, there, yeah, exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on oh, with my motherfucking oh. life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. Is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. So. Das Auto ist geklaut. Dich ein Kratzer. Okay.
Stellt sich so gut, 80% stille Neubesetzung brauchen wir nicht. Vorzeitiger Abflug und der zweite Schlag brauchen wir auch nicht. 70% haben wir abgeschlossen. So, die nächste Mission, die uns da jetzt gleich, nicht gleich, sondern in der nächsten Folge erwartet, ist die Mission mit Michael. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5, die Story. Und dann gehen wir, ran und Michael, genau. Alter. Jetzt verpiss ich nicht mit der Karre. Hier ist meins. Weg da, Bitch. Ah, ne, jetzt sind die Typ. Gut, dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5 die Story. Und dann war es das für uns heute wieder. Mit ein bisschen Story-Mode. Und dann gucken wir mal, was das mit dem Michael auf sich hat. Bis dann und auf Wiedersehen.